erzählen. Den besonderen Gast, den haben wir schon eine ganze lange Zeit hier bei uns. Und dieser Gast kommt auch mal auf die Terrassen der Bewohner und piekt uns an den Türen rum, an den Gummis. Und deswegen gibt es auch noch keine Fliegengittertüren, weil er diese auch zerstören würde. Da sind wir uns sicher. Komm mal mit. Ja, Mensch, wir haben ja ein Austernfischerpaar, das bei uns hier für hin und wieder vorhandene Aufregung sorgt. Die brüten wahrscheinlich auf dem Dach, wie uns andere Leute gesagt haben. Aber jeden Morgen muss ich damit rechnen, dass irgendjemand gegen meine Scheibe bolzt. Und das ist dann eben dieser Austernfischer, der wirklich riesen Rabatz macht. Und wenn man damit nicht rechnet, ist der Schreck ganz groß. Andererseits freuen wir uns natürlich, dass ein Zugvogel, und das ist er ja, im Hospiz Zugvogel seine Heimat sucht und die Brut aufzieht. Insofern ist alles ganz toll bei uns. Nein. Sie haben ihm noch keinen Namen gegeben? Nein, wir haben ihm noch keinen Namen gegeben. Okay. Übrigens, bei uns im Hospiz ist ja die Frage aufgetaucht, was denn diesen Vogel wohl so antreibt, immer gegen die Fensterscheiben zu klopfen. Ne? Also es gibt ein paar Schwestern, die sind fest davon überzeugt, es ist ein ehemaliger Bewohner in diesem Vogel versteckt. Aber wir wissen noch nicht, wer es ist. Und es ist jetzt die Aufgabe der Hospizleitung, das unbedingt mal rauszukriegen. Wir Bewohner sind uns nicht sicher. Also kann ja auch sein, dass er einfach nur mal bei uns schlafen will, weil es so bequem ist. Man muss es rauskriegen.